Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Long Dark. In der letzten Folge sind wir ja jämmerlichst krepiert durch eine Fehlentscheidung, wie das halt auch in diesem Spiel so läuft quasi manchmal. Und ja, ich wollte es jetzt eigentlich nicht bei diesen 5-6 Folgen belassen, sondern ich werde auf jeden Fall hier noch eine Runde machen oder auch zwei oder drei, keine Ahnung, je nachdem wie ich Lust habe. Was ich jetzt aber gesehen habe, ist, dass man jetzt auch die Frau spielen kann. Und dass man jetzt auch diesen Coastal Highway spielen kann. Und wenn das jetzt geht, warum sollte man es nicht tun? Also tun wir es doch. Das wird jetzt im Übrigen völlig blind. Und ich bin schon gespannt, wie das jetzt hier mit der Frau wird. Ich könnte mir vorstellen, dass sie eventuell schnell erfriert. Ich sollte mal Continue drücken. Aber ansonsten habe ich keine Ahnung, was da das weibliche Geschlecht an Stärken mit in den Ring bringt. In jedem Falle ist mir jeder Quadratmeter hier unbekannt. So, 17 Uhr. Was ist, ach du Scheiße. Gehen wir doch mal etwas hier in diesen windgeschützten Bereich hier, in den Tunnel. Ach, da kann ich jetzt ins andere Gebiet oder wie? Ja, nee, wir bleiben hier. So, wie sieht's denn aus? Wir haben minus 14 Grad, wir machen plus. Ja. Was haben wir auf Tasche? Standardbekleidung, First Aid, ja. Ich glaube, die Startbedingungen sind gleich. Ich wollte gar nichts essen zu trinken, okay? Jewel, ein Tinderplug. Ein bisschen was zum Feuer anmachen, selbstverständlich außer Holz. Und den Schlafsack. Also ganz basic. Gut, dann auf in die schöne neue Welt. Selbstverständlich haben wir direkt ein Sauwetter erwischt. Was macht die Temperatur? Ja, steigt schon relativ schnell. Gut, sind auch minus 15 Grad, also. Ein Wasserfall. Im Wald, da rauscht der Wasserfall. Wenn's nimmer rauscht, ist es Wasserall. Okay. Fließendes Gewässer. Fließendes Gewässer. Kann man da hin? Kann man da trinken? Nee. Vielleicht sollten wir es auch eventuell vermeiden, uns bereits in den ersten 5 Minuten hier den Hals zu brechen. So. Ein Güterwaggon. Güterwaggon? Noch mehr Güterwaggon. Und der erste Fail. Wir sind zwar hoch oben, aber ich
kann in dem Tal da so gar nicht ausmachen. Das ist irgendwie so Nullsicht. Ach, guck mal da. Eine Holzfällerhütte. Das gefallen uns doch erstmal ganz sehr. Vielleicht könnte hier schon die erste Nacht vollbracht werden. Mal direkt mal gutes Ziederholz. Kottensocken. Newspaper. Meine Maus reagiert gerade unheimlich langsam. Probably useful. Peaches. So, auf jeden Fall werden hier schon mal Betten. Oh, eine Metallkiste. Best be prepared for anything. Turnschuhe? Etwas Lampenöl. So. Ich mach mal ganz, 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 ganz kurzen Schnitt und stelle meine Maussensibilität neu um. Da, so gefällt mir das schon wesentlich besser. So, ist hier noch irgendwas in den Tischen? Schublade vielleicht noch? Na, eher nicht. Da versteckt sich auch nirgendwo mehr was. Temperatur ist hoch. Uhrzeit auf 18 Uhr. Ja, ich glaube, das hier haben wir abgefrühstückt. Aber ich denke, wir werden heute Nacht hier bleiben. Wir entfernen uns jetzt hier nicht mehr allzu sehr, weil die. Ja, da wird jetzt ja jeden Moment dunkel. Wäre jetzt nur schön, eventuell hier in der Nähe, ganz, ganz nahen Umgebung, eventuell noch irgendeine Perle zu finden. Aber wohl eher nicht. Ist das ganze Ding hier eine Sackgasse oder was? Wo soll ich denn jetzt sonst hin? Ich kann da hinten. Ich kann wieder den Berg rauf. Ich könnte höchstens da runterspringen. Auch nirgendwo etwas rum. Am nächsten Tag schauen wir uns dann mal nach dem Pfad um oder so. Aber jetzt machen wir erstmal das Beste aus dem, was wir haben. Was sollen wir auch sonst tun? So. Ja, also. Gut. Food and Drink, was ist denn hängen geblieben? Eher nicht so viel.
Oh no, wir können das nicht gescheit aufmachen. Da geht noch die Hälfte verloren. Das kann ich so nicht bringen. Harvest. Ne, Moment, stopp. Oh, ich bin ja auch ein Troll. So, die Cotton Socks. Wir haben Wollsocken 0,8, Cotton Socken 0,8. Wir haben 0,8 Boots und das sind 0,4 Schuhe. Also außer Ballast haben wir überhaupt nichts. Jetzt müssen wir zwei neue Tinderplugs noch. Die Cotton Socks zerreißen wir auch direkt. So wie die Schuhe. Und das war's dann auch am Ende der Fahnenstange. Schublade war leer. Ja, und hier gibt's wirklich sonst nichts. Leider nur ein Sudachen. Ja, dann müssen wir Salz mischen. Drittel Verlust, okay. Aber das Wetter hört sich schon mal wesentlich besser an. Gut, raus aus dieser Rattengasse, wo die Toten ihre Knochen verloren haben. So. Es ist noch dunkel. Ich hätte ja eigentlich gedacht, dass wir hier mal ein oder andere Stück Holz noch finden. Es ist verdammt kalt. Es ist viel zu kalt. Boah, gleich von Anfang an hat man mit der Tuse hier nur seine Probleme. Spaß. War natürlich Spaß, komm. Hat keinen Wert für die Temperatur. Wir haben es ja letztens gesehen. Bei den Temperaturen ist 2 Stunden durch den Wald laufen sehr viel tödlicher wie 2 Stunden schlafen. Ja, nur noch 21 Grad. Na komm, noch mal eine. So, und jetzt tu mir bitte den Gefallen und gib mir jetzt mal andere Zahlen. Ach, scheiße. Okay.
Es geht mal direkt verdammt hart am Limit los, ne? So. Ich nehme an, da wir jetzt hier runtergesprungen sind, gibt es auch keinen Weg mehr nach oben. Ich habe mal auf jeden Fall keinen Gradlinien gesehen, aber das alles in allem hier könnte mal sowas wie ein Weg gewesen sein. Liegt da was? Liegt da was? Liegt da was? Nee, ist Brücken. Okay. Verdammt unebenes Gelände hier alles. Also so spontan ist das hier etwas erdrückender als dieses vorwiegende Talgebiet auf der anderen Map. So, diesen, nennen wir es, Weg verlassen oder draufbleiben, um eventuell hier mal eine Aussicht, um hier irgendwo ein Gebäude festmachen oder so. Das hinten könnte eine Straße sein, oder? Aber keine Gebäude, nichts. Oh Gott. 16 Stunden sind erst um und ich renne schon jedem Hoffnungsschimmer nach. Stoff. Plastikbox. Das Pepe, mehr zu trinken. Und hier 2 Kilo Sprit. Auf, an, um, unter den Betten. Nischt. Gut. Yep. Saufen wir uns einen an. So, Uhrzeit 10 Uhr. Durst weg, Hunger fast weg, kalt immer noch. Wir haben, glaube ich, da irgendwas. Nee. Gut. Schlafen wir mal noch ein Stündchen. Hoffen erneut auf etwas besseres Wetter. Beten für nichts Schlechteres. Kann ich auch nicht mitnehmen. Okay. 11 Uhr. 6-7 Stunden bis Dunkelheit. 11 Grad. Sehr schön. Die Temperatur hat sich halbiert.